für den zweiten Sprung von Aurelia Dobre. Und nun, letzte Übung für Natalia Laschenova aus Riga, der Goldmedaillengewinnerin mit der Mannschaft der Sowjetunion, die nach einem Sturz vom Schwebebalken ihre führende Position abgeben musste. Natalia Laschenova aus der Sowjetunion beendet ihren Wettkampf, ihren ersten Auftritt beim internationalen DDB-Pokal mit einer gelungenen Übung am Boden. Ausschnitte noch einmal hier, Strecksalte, Flickflack, Doppelsalto. Da haben wir sie noch einmal, die kleine Natascha, wie jeglicher Kosename in der Sowjetunion heißt, für Natalia.